sagen, meine Videos seien unbeholfen und nicht so gut. Das trifft mich ziemlich hart. Oh, das tut mir aber leid, mein Junge. Aber dann mach halt einfach bessere Videos, du Sadly Hand Sausage. Und übrigens, das Paket ist heute für dich gekommen. Oh. Yeah. Dann mach doch wie ein Video über deinen Melonenpo. Ja, okay, Lenovo Legion Go. Ist doch alles das gleiche, Mensch. Oh, guck an. Das ist ja meine Docking Station. Für meine Lenovo Legion Go. Aha. Schauen wir mal. Es gibt ja keine offizielle. Aber es gibt ja andere Anbieter, wo der Lenovo Legion Go auch drauf passen soll. Wie Evolver. Ist eigentlich nicht schlecht. Das Kabel ist ziemlich flexibel. USB-C. Und natürlich mit mehreren Anschlüssen. Man kann sagen, das hier ist die Premium-Variante, kann man sagen. 3 USB-Anschlüsse, ein USB-C, ein HDMI und ein LAN-Port. Eigentlich nicht schlecht. Das ist jetzt wieder so typisch. Immer wenn man irgendwas anschließen will oder so, dann tun diese großen Stecker den ganzen Platz von der Steckerleiste weg. Aber ich weiß, was ich dagegen mache. Okay, kurzen Moment. So, lieber Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ich wünsche... Moment. Das ist nicht meine Weihnachtsliste. Da stehen ja meine Erzfeinde drauf. Oh oh. Oh mein Gott. Aber naja, ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert, oder? Also, er steckt schon mal drin. Hier oben sieht man es, ne? Und dann komme ich wieder zu meinem Kritikpunkt. Der USB-C unten, der ist vollkommen für den Arsch. Also, dass das kein anderer sagt, das wundert mich eigentlich. Bild haben wir auch. 4K-Fernseher. Ja, der kann nur auf 2K skalieren. Der Lenovo Legion Go, ich bin jetzt gespannt, wie es aussieht. Okay. Controller haben wir den Qual der Wahl. Entweder den SCUF, PS5-Controller, also einen von beiden. Da haben wir jeweils 2 Dongles. Ich packe euch alles wieder in die Link-Beschreibung, also in das Video rein. Okay, dann sehen wir uns gleich. Bevor wir loslegen, gleich noch was ganz Kurzes, weil mich doch welche über Yuzu gefragt haben. Also wie ihn runterlädt und wie er die Keys da installiert, das dürfte jetzt kein Problem sein, tippe ich mal. So. Manche haben gesagt, bei ihnen ist das Spiel trotzdem auf Englisch, obwohl es auf Deutsch ist. Ich zeige auch kurz warum. Ich hoffe, man sieht es auf dem großen Bildschirm. Ich erkläre auch alles. Wenn man auf Emulation geht, da gibt es hier Konfigurieren. Da müsst ihr drauf. Dann geht ihr auf System und hier seht ihr so, hier ist die Systemsprache. Da müsstet ihr dann Deutsch auswählen und Region Europa. Diese 2 Dinger, okay? Nicht, dann sind auch die Spiele dann auch in Deutsch da. Okay? So. Dann kommen wir gleich zum nächsten, weil Leute auch gefragt haben, wie man Updates installiert. Das kann ich euch auch zeigen. Das solltet ihr auch machen, damit das Spiel auch flüssig läuft. Da geht ihr auf Datei. Da geht ihr Dateien im NAND installieren. Da geht ihr drauf. Und dann sucht ihr die entsprechende Datei. Zum Beispiel hier jetzt Pikmin 4 Update. Da haben wir das Update. Da geht ihr auf Öffnen. Ich glaube, da passiert jetzt eh nichts. Können wir mal kurz machen. Und dann sagt er, ob ihr das installieren wollt. Natürlich müsst ihr erst das Hauptspiel installieren. Und dann Dateien im NAND installieren. Und wenn ihr das macht, dann installiert er das notwendige Update. Und hier sieht man es dann, wer es installiert hat. Hier. Okay. Und sonst zeige ich euch noch die Grafikeinstellung, mit denen wir jetzt spielen werden. Ich habe schon ein bisschen getestet. Bis jetzt läuft es ganz gut, aber man weiß ja nie. Okay, System. Habe ich auf Memory Layout auf 6 GB gestellt. Man sieht, also ich zeige jetzt nur, was ich geändert habe. Ne? Da habe ich nichts geändert. Grafik habe ich noch ein bisschen geändert. Also da bin ich jetzt hoch auf 1,5, auf 1080p, 1620p.
Sieht man? Oh, da bin ich hochgegangen. Und ich lasse den Bildschirm jetzt so, damit ihr auch die FPS sieht. Ne? Ich werde es jetzt nicht komplett groß machen, damit man es auch sieht. It's me, Mario! So, dann nehmen wir gleich mit Super Mario Bros. Wonder los. Ich habe gleich ein bisschen weiter gespielt, damit man halt gleich ein bisschen was sieht. Aber wie gesagt, Games, die eigentlich erst rauskommen, die brauchen immer... Es tut jetzt schon ein bisschen lecken. Oh je. Wie gesagt, Games, die halt erst rausgekommen sind, die brauchen halt immer ein bisschen, bis die richtig optimiert sind dann. Oh ja, das ruckelt schon. Schon Ruckelpartie. Aber es geht zu spielen. Also es geht, es ist zwar ein bisschen nervig mit dem Ruckel, aber naja. Soll ich es gleich nochmal machen? It's me, Mario! So, dann gleich als nächstes Super Mario RPG. Auch 60 FPS. Jetzt muss ich überlegen, wo Angriff ist. Ah ja. Naruto X Boruto, Naruto X Boruto Connections. Ich muss jetzt nicht die ganzen Namen lesen, weil wäre ich ja nie fertig. Na. Im Menü hat er 30 FPS. Leckt auch ein bisschen. Ich tippe mal, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwie was einstellen da in den Menüs. Aber die Spiele laufen eigentlich ganz flüssig. Ist halt nur, ich muss beim User irgendwas einstellen. Jetzt Pikmin 4. Das läuft mit 30 FPS. Thank you.
Also ich muss sagen, das Dock erfüllt seinen Zweck. Das ist echt nicht schlecht. Er liegt echt gut drin. Er hat sogar noch ein bisschen Platz, wenn man sieht. Das Kabel ist ziemlich flexibel, das finde ich auch ziemlich nice. Und ja, die Lüfter sind eigentlich auch ganz gut, wenn man so hinschaut. Hier, da sieht man, die Lüfter haben auch Platz. Also ich muss sagen, ein echt gutes Dock. Kostet jetzt um die 30 Euro. Ist von Evolver. Evolver, sorry. Perfekt.